Und herzlich willkommen wieder bei Strategy Command gegen Mr. West. Und ich bin nach der letzten Folge oder den letzten Folgen nochmal durchgegangen, die Pläne für die Amerikaner. Keiner gefällt mir so recht von den Möglichkeiten her, die wir gerade haben. Aber schauen wir erstmal hier nach Russland. Ah, er hat einen Panzer wieder repariert, aber gar nicht voll repariert. Er wird uns hier wirklich ein bisschen umgehen. Echt mal einen besseren Konter gegen die Luftwaffe. Vielleicht sollten wir mal ein paar Flugabwehr-Sachen kaufen. Fallschirmjäger. Faszinierend. Und ich hätte also mit den Sowjets, wir bräuchten wirklich mal ein bisschen Entlastung durch die Westalliierten. Das ist nicht so, die verlorenen Einheiten können wir ja wahnsinnig schnell wieder kaufen. Aber dieses andauernde Verlieren an Boden kann nicht gesund sein. So, was haben wir? Luftlandedivision und HQ. Ich dachte eigentlich, da wäre auch eine Armee dabei, aber okay. Ja, die ganzen amerikanischen Pläne schauen wir jetzt vielleicht gleich an. Fangen wir erstmal in der Sowjetunion an. Also, oder ganz oben. Ist hier eigentlich irgendjemand? Wenn ich hätte schon mal ganz gerne, dass zumindest die Grenze zu uns zurückgeschoben wird. So. Hier könnten wir einkesseln und schon mal den Ort holen, dann wird diese Garnison uns da auch keinen Ärger mehr machen. Schön, dass wir das ein bisschen geklärt haben. Ach, da ist niemand, was soll's. So, wie lange baust du noch? 21. Juli, du könntest nächste Runde fertig sein. Würde ich dir auch sehr dringend raten. Versorgung da. Ach, natürlich. Wir sind von der Eisenbahn abgeschnitten. Ausgedrückt hier vorne geht es meistens noch, aber da ist es schon ziemlich schlechter. Kurzum, ich würde euch empfehlen, ihr setzt euch ein bisschen ab. Und du wartest auf die Pioniere, die fertig werden, und dann schauen wir uns das einfach mal weiter an. So, bei euch. Er hat das so, er hat das Akku nachgezogen und hier steht wahrscheinlich einer. Deswegen stimmt da jetzt inzwischen die Versorgung. Schauen wir mal, wie er da darauf reagieren. Also, ja, es wäre schon schön, wenn wir hier langsam mal irgendwie ein paar Truppen von der sowjetischen Front direkt mal wegbekämen. Das war ein schöner Anfang. Können wir... Ach, was haben wir eigentlich? 9 Einheiten? Jo, immerhin. Ich würde gerne aufklären, was dahinter ist, aber es geht schlecht und so weit kommen wir sowieso nicht, wie ich gerade bemerke. Wir könnten diese Pack angreifen und vernichten, aber vom Wirtschaftlichen lohnt sich das doch eigentlich nicht. 2 mitnehmen. Schauen wir mal eben. Du musst verstärkt werden.
Die Artillerie eigentlich auch. Nur dann so richtig Sinn, wenn wir die... Oder wir schicken die Artillerie erstmal nach hinten. Und du rückst hier in die Lücke auf. Können wir dem noch ein 2-2 mitgeben? Den hier auch erstmal wieder in die zweite Reihe durchtauschen. 2-1. Warte, jetzt kommt der da. Ach, jetzt kommt der natürlich nicht mehr daran. Wir hatten hier noch so schön im Angebot. 3-1 auf die Pack. Ich meine, vielleicht können wir sie dann etwas günstiger vernichten, aber andererseits. Na komm. Wenn wir da jetzt vorfahren, landen wir direkt in der nächsten Pack. Das kann nicht so gesund sein. 2-1, 2-1. Der kann auch. Jetzt stehen wir uns gerade echt alle auf alle im Weg. Der kann noch da ausweichen, dann kommst du dahin und tausch dich mit dem durch. Nur damit der zurückzieht und wir unseren zweiten Angriff nicht kriegen. Das hat sich jetzt gerade gelohnt. Hat sich sehr gelohnt. Nun, wenn wir hier vorfahren. Ach komm. Ja, du hast noch einen Angriff. Du könntest noch. Ah, warte. Du könntest noch hier rüberfahren. Und die Armee da rausnehmen. Sehr schön, und dann tausch dich mal mit dem dadurch. Okay, der ist dann zwar auch fertig. Er hat keinen Angriff, der wird draufgehen durch die Pack, aber trotzdem finde ich das. Und auch jetzt mal ein ganz hübscher Gegenschlag, dass nicht nur wir ständig hier Einheiten verlieren. Und die Linie da wird ein bisschen enger. Hm. Wie sieht's hier aus? Und die haben alle halbwegs Versorgung. Wir können den Panzer leider nicht ganz anschließen. Irgendwie dieses Feld fehlt uns. Das hätte ich eigentlich schon gerne gemacht. Aber wir könnten versuchen, diese Kavallerieeinheit jetzt doch endlich mal zu schlagen. Wir kriegen ihn trotzdem nicht ganz eingeschlossen, obwohl seine Versorgung ist ja jetzt schon schlecht. Ich glaube, wenn wir das da dicht machen, dann wird sie auf jeden Fall noch schlechter. Unser Korps hat da schon 2-2. Dann denke ich doch mal, dass unsere Armee... Ich werde jetzt eigentlich nicht alle Armeen hinziehen. Wir brauchen die hier noch irgendwie zur Verteidigung hier. Der Panzer, ja gut, er käme hin, wenn jetzt nicht mal wieder die andere Einheit gerade im Weg stehen würde. Es war nicht ein herrliches im Weg stehen manchmal. Naja gut, das wäre schon ganz nett, wenn du hier diese Linie vorübergehend wieder füllst, dass da der nicht einfach durchkommt. Hier müsst verstärkt werden. Hier könnten wir 3-1, 3-1... Könnten versuchen, die da rauszunehmen. Oder diese Armee erstmal. Wäre einfach ein Ticken wertvoller. Sehr schön. Kommt ja gleich die nächste Armee. Das ist doch schön. So, du gehst erstmal zur Seite. Du rückst dafür vor. Ja, 3-1, 3-1. geworden, dann haben die meisten Leute hier, denke ich, auch ihren Angriff gehabt.
Nochmal 2-1 riskieren. Ja gut, ein deutscher Panzer mal wieder ziemlich geschwächt und nächste Runde noch ein Ticken schlechter versorgt. Wir riskieren, dass wir ihm hier von hinten reinfallen. Und hier in dieser Ecke wird sowieso die ganze Zeit ziemlich stark gekämpft. Irgendwer, der noch verstärkt werden könnte. So, was macht ihr? 2-3. 2-3. Das sind Werte. Wenn unsere Einheiten stark angeschlagen sind, dass wir die auf jeden Fall mitnehmen. 2-2 geworden. Aber zum Teil können wir hier doch mal ganz gut draufhauen. Wenn wir... Warte mal, nee, der käme da nicht hin. Wenn wir dich durchtauschen. Und den vielleicht ranholen, zwecks Vernichtung der feindlichen Armee. Kriegen wir selber ganz schön was ab, aber feindliche Armee geschlagen. Dann könntest du da reinstoßen und das Haku angreifen. Sehr schön, und das geschwächte Haku dürfte nächste Runde schon etwas weniger Versorgung austeilen, wodurch es für den Panzer dann noch enger wird. Ansonsten Verstärkung. Also ihr werdet auf jeden Fall verstärkt und das Haku mal wieder voll gemacht. So, 1-2. 1-2. Ein Schuss. Und wir könnten es versuchen. Dann vielleicht mit dem Panzer schauen, ob wir den vernichten können. Na gut, aber immerhin keinen selber verloren. Und wir könnten natürlich mit dem zurücksetzen und das Korps ranziehen, aber wer passt dann an dieser Stelle auf? Dürfen wir den noch platzieren? Er müsste eigentlich gehen. Müsste eigentlich gehen. Mach jetzt mal eben auf Risiko. Sehr schön. Funktioniert auch, das ist gut. Okay, das heißt hier, dann ja, also wir kämpfen hier an der Front munter hin und her. Hier im Süden habe ich den Eindruck, haben wir jetzt ein bisschen mehr rausgenommen. Im Norden sah es dafür für ihn ein bisschen schöner aus. Aber ja, das wird alles schon irgendwie werden. Wir müssen noch mal sehen, was wir jetzt gegen diesen Finn da unternehmen. Dürfen wir da noch wen platzieren? Nein. Er käme auch nicht dran. Höchstens mit einem Gewaltmarsch, aber das lohnt nicht. Mann, der könnte auch weglaufen. Und er wird halt eingekesselt. Ich meine, schön ist es nicht. Aber vielleicht das leicht umstrukturieren. Du... das Haku zu decken und irgendwer stärkeres. Okay, du gehst nach Norden und hilfst dem, solange es geht. Und hier platzieren sich dann schon mal stärkere Einheiten, um die Städte zu verteidigen. Noch so einen tollen Panzerzug. Wo würde der denn mal nicht regelmäßig im Wege stehen? Hier vielleicht? Ich meine, da kann er da ein bisschen entlang fahren. Ein US-Army, okay. Ich würde sagen, die falsche Mir, naja. Gut, die stürmen darauf, die stürmen da lang. Und wir versuchen das jetzt erstmal hier irgendwie zu halten. Wird schon werden, wird schon werden. Was die spannende Frage ist, wird das hier unten irgendwas werden? Die Deutschen haben sich erstmal zurückgezogen. Aber wir haben nicht die Versorgung, um ernsthaft nachzusetzen. Können wir unseren Leuten hier mal irgendwie aushelfen? Traurige ist ja, dass sie einfach keine Werte auf nix haben. Was haben wir hier noch? Saku und eine Armee.
Überlegen hier die Stadt einzunehmen. Und da ist auch schon der deutsche Panzer. Ammann. Oh. Oh. Nicht, dass uns das jetzt zu viel bringen würde. Da ist, wie gesagt, nächste Runde der Panzer. Aber es ist ein ganz netter Zwischeneffekt. Zwischensieg, würde ich sagen. Können wir das Akku vielleicht rausbomben? Beziehungsweise es fangen erstmal die strategischen Bomber an. Die können mit am besten mit den feindlichen Abfangjägern umgehen. So, und die waren, glaube ich, als Landung für hier drüben eingeplant. Mal eben sehen, was ist in Kairo los? Und noch eine Versorgung von 3. Ich würde die gerne auf 0 hauen. Also ich will auch wissen, was da unten los ist, weil wenn wir auf diesen Ort hier da landen, wir kommen ja in Runde 1 nicht in den Ort selber rein. Das heißt, wir müssen verhindern, dass die dann da irgendwen hin verlegen. Okay, das heißt, du bombst auch nochmal auf Kairo. Und dann bist du selber auch langsam kaputt. Aber mach hier einfach mal weiter. Da waren wir, glaube ich, noch nie. Und da ist auch direkt der Jäger drin. Och, einer. Ernsthaft. Okay, noch einer. Wir haben hier sonst noch an Fliegern, die halbwegs versorgt sind. Den hier zum Beispiel. Zieh auch nochmal ein paar Jäger auf dich. Ach, was haben die denn noch? Spezialeinheiten, falsche Mega. Mein, wir binden jede Menge italienische Einheiten und Teile der deutschen Luftwaffe in Panzer und so. Ich würde sagen, du fliegst einfach weiter in die Gegend. So eine deutsche Kavalleriedivision, also die bringen hier doch einiges rein. Immerhin, das heißt, dass sie das Ganze hier hinten doch halbwegs ernst nehmen. So, ich hoffe, wir sind langsam durch mit den meisten Abfangjägern. Einer ist da noch. Sonst wären unsere Werte besser. Aber die waren alle dran. Euch kann man nichts einsetzen. Na gut. Einer ist da noch. Den werden wir jetzt auch nicht mehr los. Leider überlebt. Der kommt nicht an. Sehr schön, ein deutsches HQ weniger. Was zum Überlegen, sollen wir uns dann doch versuchen, hier in der Gegend zu halten? Irgendwie ist es an allen Ecken und Enden nicht schön, aber ich meine, wir haben zumindest schon mal das eine KQ jetzt rausgehauen. Oder zumindest der Panzer ein bisschen schwächer und hier kommen halt noch allerlei Einheiten. Was haben wir noch? Mittleren Bomber? Der kann nichts erreichen. Mittleren Bomber. Ich wüsste jetzt dazu gerne, ob wir... Hier wird nie ein 1-1. Ob wir auf den Panzer was erreichen können, weil der ist mit die lästigste Einheit in der Gegend. Immerhin. Und da ist noch einer. Also wir können zumindest festhalten, die amerikanische Landung hier sorgt dafür, dass die Italiener nicht mit an der Ostfront sind. Immerhin etwas schon mal. Also die Befreiung von der Gegend hier wird natürlich nicht lange anhalten. Die sich auf die Pack stürzen, die Pack kann nichts machen, hat keine Versorgung. Kommen wir mittendrin mal zu euch. Hier sollte ich versuchen, hier festzusetzen und die Versorgung ist hoffentlich so weit reduziert, dass jetzt
keine seiner Einheiten vor uns im Ort sein könnte. Das heißt, wir nehmen uns unsere Luftlandedivision. Und gehen dahin. Und das Akku und komm mit. Er wird ja erstmal noch für einen Moment Versorgung bereitstellen. Wir haben ganz nebenbei die Eisenbahn blockiert nach Süden. Ich meine, die hier ist auch schon blockiert. Mit einem Gewaltmarsch, der dürfte eigentlich nicht reichen. Hoffe ich. Das heißt, selbst wenn es schief geht, könnten wir zumindest versuchen, in den südlichen Ort durchzuschlagen. Ist alles nicht optimal, aber ich glaube, das kennt man inzwischen hier an dieser Ecke. So, dann denen geht's schlecht. Die müssten eigentlich verstärkt werden. Oder hier rausgebracht. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, ja, und dann bringen wir das Haku da rein. Irgendwie erscheint mir das auch doch eine schlechte Idee zu sein, so ganz direkt gesagt. Es wird auch eigentlich sofort fertig gemacht. Ach, ich will nochmal irgendwas anderes testen. Können wir das hier einnehmen? Können wir, und das zählt dann als, ist auch so, als sowjetisch. Ja. Meinen wir, das vorher britisch war, hatte ich gehofft irgendwie, dass es jetzt für die Briten zählen würde, aber nein, für die Sowjets. Ich meine, dann hätten wir hier noch einen westalliierten Hafen und alles gehabt, aber funktioniert anscheinend nicht so ganz wie geplant, ja. Jetzt wäre die Frage mit euch. Na, warte, wir könnten doch Planänderung. Diese Armee mit dem Transportboot hier rüberwerfen. In einem Hafen dürfen wir doch landen, nehme ich an. Und wenn wir dann mit den Amerikanern dahin ziehen, hätten wir in Kuwait zumindest einen westalliierten Hafen, wo wir unter anderem den Flugzeugträger reparieren könnten. Nämlich ein bisschen nachgedacht. Ich meine, diese Sache hier in Ägypten sieht irgendwie manchmal ganz lustig und interessant aus. Aber so richtig zielführend ist das nicht, weil wir einfach an jeder Ecke zu wenig Versorgung haben. Es kann sein, dass diese Landung da jetzt vielleicht in den nächsten Runden was bewirken wird. Ich hoffe es, weil das ist ja in dem Sinne unser Land. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ziehen die Orte da auf 5 Versorgung. Das heißt, mit dem HQ haben wir 8. Und da kannst du dann richtig mit Luftwaffe arbeiten und so. Das heißt, wenn das klappt, ist gut. Das hier, ja, was soll man sagen? Ist irgendwie auch eine Landung, aber es fehlt an jeder Ecke die Versorgung. Überlegen, wenn wir das italienische HQ auch noch rausbomben, dann fehlt denen überall ja auch die Versorgung. Können nicht mehr als 5 haben. Faszinierend. Noch faszinierend, noch spannend ist dann auch die Frage, soll der hier mitkommen? In ein Gebiet, in dem wir keine Versorgung haben werden. Es ist immer noch schwierig mit den USA. Also ich bin, also die Idee, das Hakuda um jeden Preis jetzt reinzujagen, meint mir nicht sonderlich gut, weil Italiener werden das doch einfach zusammenschlagen. Oder der Panzer. Irgendjemand wird das mit Sicherheit tun. Wir können euch ja meinetwegen noch verstärken. Dass ihr die eine Weile abhaltet, dass ihr die hier beschäftigt, während wir uns versuchen hier aufzubauen. Müsste noch die eine oder andere Truppe per Landungsboot reinkommen, dann landen wir hier und laufen da durch. Und hier müssten wir halt auch mit der Luftwaffe arbeiten können. Soweit die Theorie. Gut, und das heißt, das machen wir mit euch. Ihr alle ziemlicher Schrott seid, hatten wir in den USA neue Flieger. Hier haben wir zum Teil sogar noch alte. Hier noch eine Armee. Da kümmern wir uns gleich darum. Also gut, wir versuchen
das hier einzunehmen, hoffen, dass ich mir jetzt nicht irgendwie vertan habe und die das doch kriegen. Also in der Theorie kommen wir dahin und alles wird super. In der Praxis schauen wir nochmal. Auch schon was anderes jetzt eigentlich so langsam angedacht, dass wir dieses HQ hier wegziehen. Unsere Luftunterstützung hier drüben hin verlegen, wenn wir die Städte haben. Und dieses HQ in die Sowjetunion schicken. Ich weiß, das ist ein langer Weg. Gerade wenn man hier ja nicht Eisenbahn und so verwenden darf. Aber ich hatte überlegt, die strategischen Bomber, die haben ja eh eine Riesenreichweite. Das heißt, wenn das HQ immer so ein bisschen läuft, jetzt vielleicht schon bis hierhin oder so, für strategische Bomber, denn wir sind ja richtig gut darin, Versorgung wegzuhauen. Und zum Beispiel, wenn wir diesen Ort auf Null kriegen würden, dann hätte er trotz HQ hier ganz schöne Probleme, weil die nächsten Orte halt alle ein gutes Stück weg sind. Und wenn wir da die drei amerikanischen strategischen Bomber an der Ostfront anbringen könnten, das wäre eigentlich ganz nett. Aber andererseits denkt man jetzt halt, vielleicht sollte man doch noch eine Runde da bleiben. Den ganzen Bombern. Es ist schwierig. Was haben wir hier drüben? Zwei frische Bomber. Noch einen strategischen Bomber. Ein paar Jagdflugzeuge. Was kommt noch rein in die nächsten Runden? Noch ein mittlerer Bomber demnächst. Irgendwann. Ja, stimmt, wir können ja nichts mehr hierhin verlegen, weil wir keinen Ort haben, der Versorgung 3 ausstößt. Die Sowjetunion. Und dieser Truppentransport, wir kommen da zwar hin, aber wir können halt nicht ausladen. Ich habe jetzt eigentlich wirklich keine Lust, Saudi-Arabien den Krieg zu erklären. Das wird zwar unsere Position hier stärken irgendwie, aber den Achsenmächten halt Öl schenken und uns doch einiges an Schere reinmachen. Deswegen würde ich sagen, du fährst zum Persischen Golf. Nächste Runde versuchst hier zu landen und den Ort für die Westalliierten einzunehmen. Dann haben wir nämlich auch hier eine Flugzeugbasis, wo wir Flugzeuge hin verlegen können. Auch nicht nur eine Versorgung von 3 in der Stadt, das passt schon. Falls das scheitert hier und falls wir dann vielleicht mit Fliegern in die Sowjetunion wollen, wenn HQs durchlaufen. Das fände ich deswegen eigentlich schon mal ganz nett. Dann bin ich auch irgendwie überlegen, das kanadische HQ. Hier mit auf dem Transportboot würde es uns ja eher wenig nutzen. Und okay, das da reinzubringen ist eigentlich Wahnsinn. Wenn du vielleicht auch in den Persischen Golf fährst und hier mitläufst in die UdSSR. Wir dann quasi ein Doppel-HQ bilden können, was dann wirklich eine ganze Fliegerstaffel der Amerikaner hier in den Osten bringt. Das finde ich mal irgendwie interessant. Gut. Der taktische Bomber der kann nichts mehr tun, stimmt. Kannst du vielleicht mal zurückkommen und verstärkt werden und so weiter. Tja, dann ist die Frage, was machen wir hier jetzt noch? Könnten den auch noch mit nach vorne werfen. Wenn halt nächste Runde keiner Kuh hier haben und also, beziehungsweise da vorne, obwohl, wie viel Kommandoreichweite hast du? Ein Feld zu wenig. Überlegen. Warte, der Ort hat nächste Runde 3, aber wird kaum was dahin bringen können. Es hat eigentlich schon gesagt, komm, du gehst jetzt nach Osten, gehst in die Sowjetunion. Andererseits, du kannst auch noch eine Runde bleiben. Die meisten Flieger sind zwar Schrott, aber vielleicht könnte ich hier noch einmal aushelfen. Und auch hier sind die Flieger immer schrottiger. Na gut, du wartest erstmal da. Um die strategischen Bomber hier oben hinzukriegen, müssten wir erstmal schauen, ob das klappt.
Wenn Kuwait, wenn da die amerikanische Einheit reinläuft, ob das dann auch wirklich uns gehört und nicht wie hier dann den Sowjets zugeschlagen wird. Na gut, aber diese sowjetische Einheit kann ja meinetwegen ein bisschen mitkommen. Oder komm, du gehst auch mit nach vorne. Haltet sie einfach ein bisschen auf, lenkt sie vielleicht von hier ab, was auf Dauer wichtiger werden könnte, weil wir da mehr Versorgung haben könnten. Ja. Und der Rest verschanzt sich hier in der Gegend oder nimmt den Rest des Landes ein. So, ihr düst da drüber ab. Ja, unsere Flotte, die düst auch weg. Halt echt die Frage ist, kommen wir da durch? Ernsthaft? Also nein. Was jetzt in gewisser Weise schlecht ist. Jetzt darauf gesetzt, dass wir da durch dürfen. Wir haben hier halt nur einen Hafen in der Nähe. Dann okay, verteilen wir uns ein bisschen in der Gegend und hoffen, dass wir nicht entdeckt werden. Und wer auch immer gerade im Hafen ist, kriegt halt auf Dauer die neuen Anti-U-Boot-Waffen und Verstärkung und so. Das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Du versteckst dich hier auch irgendwo. Und hoffst, dass du nicht entdeckt wirst. So, hier war doch mal vor einiger Zeit ein deutsches U-Boot. Hat aber vermutlich das Weite gesucht. Ihr fahrt weiter nach Grönland, da könnt ihr auch mal Versorgung auftanken. Dann, was haben wir hier noch an US-Flotte? Die zumindest alle fit werden. Und diese Zerstörer können wir auch sehr direkt gebrauchen. Lass mal eben gucken. Rotes Meer, Landungsboot ist frei. Der kann dann hier mit hin. Denke ich mal, wenn das alles halbwegs nach Plan läuft. Und du gehst bitte auch mal auf das nächste Boot. So, du fährst hier ein bisschen lang. Aha. Und Zerstörer sind zum Teil gerade in der Werft. Ihr braucht noch jede Menge Schiffe, die Upgrades kann man eigentlich. Ah ja, also auf Nicht-Zerstörer können wir nur maximal U-Boot Jagd 2 machen. Gut zu wissen. Was hatten wir noch? Ach ja, eine US-Armee. Du gehst hier auch mal irgendwo in einen Hafen rein. So, Okay, wie war das jetzt mit den Punkten? Wir schauen vielleicht gleich noch bei den Schiffen, falls noch irgendwas über ist hier an Punkten. Durch, läuft auch super, ja. Das U-Boot brauchen wir jetzt nicht. Schwerer Bomber. Ich glaube, das kann jetzt auch einfach so durchlaufen. Ich möchte nämlich möglichst viele Einheiten kaufen. Und die sind eh am Forschungslimit. Und bald auch mal wieder ein paar schöne Sachen fertig, wie ich hoffe. Nummer T, ich weiß, er hat Fortschritt in Spanien gekriegt, aber wir können nichts dagegen tun. Wir haben schon 2 Marken investiert und mehr haben wir halt nicht. Weil Spanien ein bisschen ein Sonderfall ist. So, holen jetzt auch mal ein paar Kurs. Die sind einfach ein bisschen mobiler. Selbst ohne die Mobilität. Ah, es fehlt auch ein Panzer. Auch eine Panzerabwehr können wir meinetwegen auch zurückholen. Und irgendwie noch Notfallgarnison meinetwegen. So, Kanada. Braucht sich hier eine schöne Einheit USA. Ja, der eine Marinebomber, der kaputt gegangen ist, wäre vielleicht eine Investition.
Aber okay, der kann auch in der U-Boot-Jagd höher ziehen. Und dann bleibt nicht mehr viel übrig. Vielleicht auch mal ein Chor, bisschen mobiler. So, was haben wir in der Produktion? Ja, so Richtung September, aber das haben wir eigentlich auch schon irgendwann demnächst. Die auch ein paar nette Truppen. Hier glücklicherweise schon Ende Juli, August hin. Können wir auch dringend weiter. Oh, sogar so einiges. Und da können wir alles auch dringend gebrauchen. Das heißt, was wird passieren? Die US-Flotte sammelt sich ein bisschen weiter. Hier und da wird verstärkt, so wie halt noch Punkte übrig sind am Ende der Runde. Weil für Zerstörer, die können wir ja auch sehr direkt gebrauchen. Sollten wir auf jeden Fall noch irgendwas übrig haben. Alle anderen mal sehen. Die USA, ich schaue mal. Ich habe jetzt kein Landungsboot übersehen, das noch irgendwo hin müsste, oder? Das wäre ärgerlich. Wir haben hier weiter Flieger und Landungsboote, die lustig von hier ausgestoßen werden. So, die versuchen sich einfach noch einen Moment zu halten, damit die hier Zeit haben, sich aufzubauen. Und da pumpen wir weiter Landungsboote rein und irgendwann eine funktionierende Luftwaffe. Dann müsste man von hier aus, von der Versorgung her, auch kämpfen können. Diese beiden Boote, also das HQ versucht durchzulaufen und mit diesem HQ auf Dauer ein Doppel-HQ in der Sowjetunion zu bilden, was unsere Versorgung enorm steigert. Und die nehmen dann auch einen Teil der US-Luftwaffe mit und bringen sie an die Ostfront. So, und die Sowjets selbst. Also ich glaube, hier haben wir ganz gut Pflege ausgeteilt. Hier wird es eng für den Panzer, auch das war ganz nett, hier auch. Auch bis hierhin, also ich finde so, bis hier lief es gut, die letzten Runden. Ab hier ist das jetzt ein bisschen unschön. Ich hoffe, der Pionier ist nächste Runde fertig. Wir müssen hier zurückziehen und der Pionier schaufelt da irgendwie weiter. Aber die Finn, mal sehen. Ja gut, wir haben keine Punkte mehr. Ich denke, jede Einheit irgendwie bewegt oder beachtet. Und sind bereit für den nächsten Zug. Wir befreien Transjordanien. Nicht lange, fürchte ich. Erdkampfwaffen, ja, immerhin. Leider sonst nichts weiter. Punkte ungefähr wie so in letzter Zeit auch. Naja gut, dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt auch bei Mr. West mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn.